Liebe Freunde der gepflegten Presseanfrage, am 21. September habe ich eine Presseanfrage gestellt, die ihr vor euch seht. Ich verlese sie mit voller Inbrunst, nachdem nach über 3 Wochen heute endlich die Antwort gekommen ist. 3 Wochen und 2 Tage hat diese Antwort gedauert. Erstens, welche Erhebungen zu Erkrankungen mit Covid-19 in Alten- und Pflege- und Wohnheimen, Wohngemeinschaften und dergleichen für Menschen mit Behinderung liegen der Landeshauptstadt als untere Gesundheitsbehörde vor? Antwort, bisher waren bzw. sind 2 Altenpflegeheime betroffen. Zweitens, wie viele positiv Getestete gab bzw. gibt es in diesem Bereich? Wie viele davon sind tatsächlich erkrankt? Wie viele Einweisungen ins Krankenhaus gab bzw. gibt es aus diesen Wohnformen? Wie viele Menschen, die bereits in Heime eingewiesen waren, verstarben dort bzw. nach anschließender Einweisung ins Krankenhaus? Antwort: In diesem Zusammenhang wurden 13 Personen positiv getestet, 3 Personen wurden ins Krankenhaus eingewiesen. Zu der Frage nach Verstorbenen können wir aus Gründen des Datenschutzes nur insoweit Aussagen treffen, wie diese anonymisiert auch über das Dashboard des Robert-Koch-Institutes verfügbar sind. Es folgt ein Link. Drittens, gibt es Untersuchungen über die Auswirkungen der Ausgangs- und Besuchsbeschränkungen in den genannten Wohnheimen, in Klammern Zunahmen von depressiven Erkrankungen, suizidalen Ereignissen, Verschlechterung des Allgemeinbefindens, Erhöhung der Pflegestufe, Zunahme der verordneten Medikamente, qualitativ und oder quantitativ, vermehrter Einsatz von sedierenden Mitteln oder Bedarfsmedikamenten? Antwort: Das Gesundheitsamt hat dazu keine Untersuchungen durchgeführt. So, Antwort ergänze ich noch. Zack. Viertens. Wird der Mangel an Sozialkontakten durch Angehörige etc. mit einem erhöhten Pflegepersonalschlüssel ausgeglichen? Antwort: Diese Frage sollten Sie an die einzelnen Träger stellen. Mit freundlichen Grüßen, Landeshauptstadt Dresden. Ich möchte das so stehen lassen und es auf euch wirken lassen. Viel Vergnügen beim Vermehren der gewonnenen Einsichten. 40.